Ja, das Interessanteste heute war ein ganz, ganz langes und ausführliches Gespräch mit einer Dame vom Corona-Ausschuss. Wir waren uns eigentlich in allem einig. Vielleicht klappt das ja, dass ein, zwei von unseren Professoren sozusagen an diesem Corona-Ausschuss teilnehmen. Von nextscientistsforfuture.de. Zumindest ich würde als ehrenamtlicher Assistent und Mitglied von Next Scientists for Future dann wäre durchaus bereit, daran teilzunehmen. Ja, was steht hier beim Corona-Ausschuss? Ich lese mal vor, wobei ich allerdings unser Tagesbild schon noch mal ins Bild spiele. Also sozusagen gibt Corona-Hysterien keine Chance? Also Corona-Ausschuss. Wir wollen hier steht auf der Homepage. Wir wollen untersuchen, warum die Bundes- und Landesregierungen beispiellose Beschränkungen verhängt haben und welche Folgen diese für die Menschen hatten. Ja, also ein Untersuchungsausschuss. Ich lese mal vor. Hier über den Ausschuss, da kann ich gleich noch mal lesen. Also hier erst einmal die Leitung des Ausschusses. Mit der Dame habe ich gesprochen, eine sehr nette Dame, Rechtsanwältin und Volkswirtin Viviane Fischer, Wirtschaftsrechtlerin und so weiter. Rechtsanwalt Füllmich, Immunologe und Toxikologe Professor Stefan Hockerts, den wir ja alle kennen. Finanzwissenschaftler Professor Stefan Homburg, den ja auch alle kennen aus unzähligen Internetsendungen und Fernsehsendungen und so weiter. Dann im Beirat ganz bekannte Personen wie Professor Bhakti, den auch jeder kennt. Professor Kuhbandner, den ich jetzt persönlich nicht kenne, Adelheid von Stösser, Professor Wallach, mit dem wir ja auch selbst einen Talk gemacht haben, der dann x-fach von irgendwelchen Sendern im Internet immer wieder hochgeladen wurde, also offensichtlich bei irgendjemandem Gefallen gefunden hatte. Dr. Med. Marz, den kennt man, Psychiatrie und Psychotherapie. Dorothea Seth-Plendinger kenne ich jetzt nicht, aber also ganz viele prominente Personen, die also im Umfeld dieses sozusagen dieses Ausschusses da genannt sind. Und ich lese noch mal kurz vor über den Ausschuss. Wir sind unabhängiger, transparenter und evidenzbasierter Analyse verpflichtet. Ja, das ist sehr schön. Da würde dann, ich habe also auch so den Standpunkt vertreten, der da, wenn man, also sozusagen, ich habe auch sehr empfohlen, Dr. Wodak einzuladen, wegen seiner SPD-Zugehörigkeit. Und weil er genauso unverdächtig ist, also eher, wenn dann man Dr. Wodak einem Linksverdacht unterstellen würde, genauso wie die Next Scientists for Future, wenn man denen ja irgendwas unterstellt, dann unterstellt man ihnen fälschlicherweise wahrscheinlich eher eine Linkslastigkeit, was nicht, was teilweise vielleicht treffen mag, aber die Next Scientists for Future sind selbstverständlich völlig apolitisch, sondern nur den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen verpflichtet und nur danach richten sich ihre Reformvorschläge sozusagen. Ja? Ja, und hier steht dann noch auf der Seite über den Ausschuss: Die Frage nach der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der von den Bundes- und Landesregierungen zur Abwehr des Coronavirus verhängten Maßnahmen beschäftigt, insbesondere angesichts wachsender Kollateralschäden, viele und immer mehr Menschen. Ja, und das ist trifft's zu. Also ich hoffe doch, dass dieser Ausschuss vielleicht gerade mit einer Beteiligung
von den eher unter Linksverdacht stehenden Dr. Wodak und Dr. Wolfgang Wodak und den nächst eher auch unter dem gleichen Verdacht, Linksverdacht stehenden Next Scientist for Future, dieser Ausschuss auch die nötige Ausgewogenheit bekommt, die er braucht, um von der Presse in großem Stile akzeptiert zu werden, sozusagen, und in großem Umfange akzeptiert zu werden. Ja, dann also geht's jetzt weiter mit den Tageskurznachrichten, ja. Ja, no, eine neue Schweinegrippe-Hysterie ist im Anflug. Die Schweinegrippe da vor ein paar Jahren hat wohl nicht gereicht. Jetzt ja, wird das neue Geschäft, das Schweinegrippe-Geschäft, hat die Pharmaindustrie und die Impfindustrie und die Testindustrie Blut geleckt und irrt sich schon wieder sozusagen gewinnbringend. Wie gesagt, niemand macht das aus böser Absicht, sondern es ist einfach so, dass in der Medizin der Irrtum, der Überschätzungsirrtum ganz normal ist. Kurze Darstellung, wo ist es? Wo können wir es kurz darstellen? Also hier. Unter Bedingungen des Marktes haben wir hier eine Wettbewerbssituation zwischen einem Früharzt, der sich nicht irrt, und sagt, ach nö, Viren und Bakterien sind im Allgemeinen nicht gefährlich. Viel gefährlicher ist es, wenn ihr euch nicht natürlich ernährt und dadurch kein starkes Immunsystem habt. Und dadurch könnt ihr natürlich von allem Möglichen krank werden, ja, oder zugrunde gehen, ja. Während hier dieser sich irrende Früharzt, der hat also sozusagen einen Irrtum und der sagt, nein, Viren und Bakterien und ähnliches sind natürlich immer schrecklich gefährlich und grausame Killer und ihr braucht meine Impfungen, Tests, Bestrahlung, Chemotherapien, Operationen, Antibiotika und so weiter. Ohne das könnt ihr gar nicht überleben. Ja, und das ist natürlich so. Und außerdem könnt ihr diese ganze denaturierte Nahrung essen, die ist genauso gesund wie die natürliche Nahrung. Ja, und durch diesen Irrtum werden die Leute sich falsch ernähren und er hat dadurch lauter Dauerkunden. Seine Irrtümer erweisen sich als gewinnbringende und vorteilbringende und karrierefördernde Irrtümer, weswegen er hier dann zwei Kinder ernähren kann, drei Enkel, zwei Urenkel und also eine Großfamilie der Medizinprofessoren begründen kann, aus derer dann zum Beispiel Professor Drosten hervorgegangen ist, mit dem Irrglauben, der typisch ist für die Mainstream-Medizin unter marktwirtschaftlichen Bedingungen, nämlich dass alle Viren und alle Bakterien unheimlich gefährlich sind und unheimlich gefährlich, so gefährlich sind, dass man den ganzen Staat stilllegen muss, ja, und riesige Kollateralschäden riskieren muss, weil ja der Virus ein Killervirus ist, ja. Noch einmal die Zahlen hier von Schweden, ja, also wenn man das sich noch mal klar macht hier, Schweden, ja. Wenn Schweden von der Pest getroffen worden wäre, dann hätten wir jetzt 3 Millionen Tote in Schweden und nicht 5.000 angebliche und vermeintliche Corona-Tote. Ja? Also, und in einem ganz normalen Winter wären in Schweden normal gewesen ca. 3.200 Grippetote. Ganz normal, ja? Und 5.000 Corona-Tote wären ein paar mehr, aber es kann ja sein, dass da wirklich die Sonderkonditionen der unheimlich schlechten hygienischen Bedingungen in den Altenpflegeheimen in Schweden sozusagen wirklich eben eine künstliche größere Sterblichkeit erzeugt haben. Man könnte jetzt natürlich antworten, dass das bei der Grippe ja hätte genauso passieren können. Aber sagen wir mal so, es kann ja auch sein, dass einfach diese
1800 mehr Corona-Sterbeurkunden sozusagen einfach daraus resultieren, dass jetzt überall auf Corona getestet wurde, während in einem normalen Grippewinter niemand einen Krebskranken in Schweden, sozusagen einen Krebstoten in Schweden auf Grippe hin hätte nachuntersucht, während das ja bei Corona jetzt der Fall ist, sodass also jeder Krebstote dann umetikettiert wurde als Corona-Tote. Und allein das reicht, um zu erklären, dass es 1800 mehr angebliche Corona-Tote geben könnte. Also naturwissenschaftlich ist also sozusagen eine Zahl von 5000 angeblichen Corona-Toten verglichen mit 3 Millionen Pesttoten, die in Schweden dann gekommen wären, also wirklich eine verschwindend geringe Zahl und auch in keinster Weise beunruhigend. So, dann lesen wir doch mal weiter hier. Ja, Corona-Ausschuss habe ich gehabt. Ja, das Problem, also bei Ärzte für Aufklärung und bei dem Hirschhausen, Dr. Med-Eckardt von Hirschhausen Verein in der Nähe von Scientists for Future, ist eben immer das Problem, dass diese vielleicht Schwierigkeiten damit haben, einer Gesundheitsreform zuzustimmen, die eben Corona-Irrtümer nicht mehr möglich machen würde. Und dass vielleicht vieles bei den Ärzten für Aufklärung und beim Hirschhausen-Verein eher darum geht, die Praxen der Ärzte besser füllen zu können und der Krankenhäuser füllen zu können. Denn deren Hauptargument geht so in die Richtung, ja, ach, es gibt ja jetzt ganz viele Tote dadurch, dass die Leute nicht in die Praxen gehen aus Angst vor Corona und nicht in die Krankenhäuser gehen aus Angst vor Corona. Und bitte geht doch wieder in die Praxen und Krankenhäuser, ja? Und das könnte der tiefere Grund sein, warum sie mit den Next Scientists for Future.de nicht zusammenarbeiten wollen, weil die ja eine Gesundheitsreform wollen, die dafür sorgt, dass es so etwas wie die Schweinegrippe-Hysterie oder die Corona-Hysterie zukünftig nicht mehr geben kann, ja? Dafür würde nämlich diese Gesundheitsreform zuverlässig sorgen, weil sie die Gefährlichkeitsüberschätzungen sofort hinterfragen würde und die Ärzte sich selbst hinterfragen würden und von solchen Gefährlichkeitsüberschätzungen zukünftig Abstand nehmen würden, weil es ihrem Geschäft zukünftig nicht mehr nutzen würde, sondern schaden würde. Ja, Luisa Neubauer sieht nicht die Vereinbarungen zwischen Politik, also die war wieder bei Markus Lanz mit Friedrich Merz, ja, und die Luisa Neubauer sieht einfach nicht die Vereinbarung zwischen Politik und Kohleindustrie und erwartet, die Politik solle einfach mal so mir nichts, dir nichts, diese Vereinbarungen einfach so brechen. Das sind Illusionswelten, in denen sich Luisa Neubauer da bewegt, ja, also die Luisas Konzepte würden die deutsche Wettbewerbsfähigkeit drastisch zerstören, denn nur durch das Wirtschaftswunder, durch die Next Scientists for Future.de könnten wir uns den Luxus erlauben, den Kohlestopp 2026 voll zu finanzieren. Aber nur durch das Wirtschaftswunder der Next Scientists for Future. Und Luisa fordert quasi den Kohlestopp, ohne dass wir ein Wirtschaftswunder bekommen. Und das würde die deutsche Volkswirtschaft grundsätzlich ruinieren. Ja? Und das versteht sie einfach nicht, dass natürlich Friedrich Merz auch an die Wirtschaft denken muss und an die Volkswirtschaft. Ja? Das versteht sie nicht. Also es ist total langweilig. Von Fridays for Future, Greta Thunberg, kommen immer nur die gleichen langweiligen, irrelevanten Statements. Immer nur Leute werden eingeladen mit einem eklatanten Wissensmangel, die keinerlei Ahnung von den tieferen volkswirtschaftlichen Zusammenhängen haben und so weiter. Ja, auch bei denen, die sie als Vortragende auswählen, herrscht immer krasse Inkompetenz vor, ja. Ja, also von daher, liebe Fridays for Future, wendet euch erstmals endlich den kompetenten nextscientistsforfuture.de zu und dann habt ihr die einzige Chance, wirklich beim Klimaschutz Deutschland zu einer Vorreiterrolle zu bringen. Immer noch ist ein entsprechender Deal möglich.
Aber wenn ihr den Deal nicht wollt, wird auch nichts kommen. Ne? Ja. Ja, dann ein Professor behauptet, war ein ganz anderes Thema, dass, also wir hatten ja gedacht nach Professor Friedemann Schrenk, dass der Fernhandel circa 140.000 Jahre alt sei, also ganz viel quasi von Marktwirtschaft, also schon vor 140.000 Jahren stattgefunden hat. Jetzt kommt ein Professor und behauptet im Internetfernsehen, dass das schon 315.000 Jahre den Fernhandel gäbe. Ja, das würde ja passen zu unserem Konzept, dass der Tauschhandel möglicherweise irgendwann in der Zeit nach 400.000 Jahren vor unserer Zeit, zu Zeiten des späten Homo erectus, schon erfunden worden sein könnte. Und die Zahl 315.000 passt ideal dazu, würde ideal dazu passen, dass wir sagen, dass durch den Handel erst Homo sapiens entstanden ist, der dann ja auf 300.000 Jahre geschätzt wird, sodass also erst die Erfindung des Fernhandels vor 315.000 Jahren gewesen wäre und da, dem folgend erst der Homo sapiens vor 300.000 Jahren sich evoluiert hätte, ja. Und dann sagt er, dass also schon vor 315.000 Jahren auch eine ähnliche Ge Gehirnkapazität wie heute vorhanden sei, gewesen sei. Das würde ja bedeuten, dass das wir also dann auch schon vor 400.000 Jahren doch schon eher sogar schon in der Größenordnung von 1300 Milliliter gelegen haben könnten, ja. Und ja, und also er benennt also er ist ein englischer Professor und der spricht also vom Long Distance Trade vor 315.000 Jahren. Und das kann ich nur übersetzen als Fernhandel. Ja? Long Distance Trade. Ja? Ja, von Schrumpfung der Gehirne weiß er nichts. Also da muss ich mal auf die andere Seite hier übergehen hier. Das, was manche Professoren behaupten, scheint ihm nicht bekannt zu sein, nämlich dass wir hier vielleicht waren wir hier vor 315.000 Jahren mit ungefähr 1300 Milliliter und dass wir dann vor 30.000 Jahren ein Maximum von 1500 Milliliter hatten und dann der Einfluss der Marktwirtschaft so schädlich wurde, dass wir mittlerweile wieder Gehirnschwund haben, der mittlerweile zu einem Gehirnvolumen von nur noch 1350 Milliliter geführt hat. Also wir 150 Milliliter durch Gehirnvergiftungen und durch genetische Faktoren verloren haben durch eine genetische Zusatzevolution in diese Richtung. Ja, und davon weiß er offensichtlich nichts, aber na gut. Und in dieser Sendung haben viele naive Wissenschaftler hingegen also sozusagen behauptet, unsere Intelligenzquotienten würden zunehmen, aber das ist eben, diese naiven Wissenschaftler lassen sich davon blenden, also denen also auch die naturwissenschaftliche Grundausbildung fehlt, dass wir eben immer mehr das unterrichten, was die IQ-Tests abfragen. Man könnte sagen, der Schulunterricht nähert sich immer mehr dem, was die IQ-Tests abfragen. Und da ist es selbstverständlich, dass die höhere Punktwerte erzielen, die Menschen höhere Punktwerte erzielen und so die Illusion eines IQ-Anstieges erzeugt wird, während in Wirklichkeit tatsächlich das Gehirn ständig weiter schrumpft durch Gehirnvergiftung und durch genetische Faktoren, ja? Also sozusagen diese naiven Wissenschaftler haben sozusagen Folgen einem naiven, oberflächlichen Fortschrittsglauben oder einer Fortschrittsillusion auch bei der Intelligenz, obwohl die Gehirne möglicherweise in Wirklichkeit wirklich stark am Schrumpfen sind und wir also immer dümmer werden, ne? Ja, und dann haben wir das IFO-Institut und wo ja früher auch Professor Sinn tätig war. Und ich habe jetzt immerhin so viel von der Sendung mit dem neuen Wirtschaftsweisen gesehen, dass man sagen kann, ja, auch der Aberglaube, also der Aberglaube, also beide IFO-Institut und die Wirtschaftsweisen, also der Sachverständigenrat, folgen beide dem Aberglauben, dass also hier
Marktwirtschaft und marktpositive Ergebnisse hätte, während ich ja eben aufgezeigt habe, dass Marktwirtschaft zwangsläufig zur massenhaften Ausbreitung von gewinnbringenden Irrtümern, vorteilbringenden und karrierefördernden Irrtümern führt, die unser ganzes Welt mimetisch vergiften, also als Viren des Geistes uns alle einer Gehirnwäsche unterziehen. Und dadurch, dass das IFO-Institut und die Wirtschaftsweisen das nicht verstehen, sind sie grundsätzlich als abergläubisch und mangelhaft naturwissenschaftlich ausgebildet einzuschätzen. Sie verfügen einfach über keinerlei evolutionsbiologisches Grundverständnis und haben bisher offensichtlich die neuen Erkenntnisse der Next Scientist for Future.de vollständig ignoriert. Ne? Ja, und dann war das Thema noch Sexualstraftäter, da will man härtere Strafen machen sozusagen und Prävention, wobei doch die einzige echte Prävention die Rücknahme der Sexualitätsunterdrückung durch die Marktwirtschaft wäre. Denn hier, wie kommt es zur sexuellen Unterdrückung unter Bedingungen des Marktes und der Arbeitsteilung zwangsläufig? Hier, der erste Frühhändler sagt: Ach, so toll, dass ihr alle Sex miteinander habt und euch alle so lieb habt. Die Männer schenken alles den Frauen und Kindern. Toll, was ihr da für ein Kommunenleben habt. Und dieser hier ist wieder der sich irrende Frühhändler und der sagt: Ach, ist das eklig, widerwärtig, all dieses Geschmuse und all der Sex und so weiter, widerwärtig, unkeusch, unmoralisch, hört auf damit und so weiter. Ja, und dieser Irrtum erweist sich als gewinnbringend, vorteilbringend und karrierefördernd, denn die Leute werden jetzt verklemmt, praktizieren weniger Liebesleben und werden kaufsüchtig und konsumsüchtig. Davon profitiert dieser Händler mit seinen Irrtümern, mit seinen gewinnbringenden Irrtümern und kann hier zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel und eine Großfamilie der Händler begründen, während dieser hier pleite gehen muss, weil er von dem auskonkurriert wird. Also volkswirtschaftliches Basiswissen sozusagen für Naturwissenschaftler hier. Ja, und da man das nicht erkennt, dass wir natürlich nur deswegen so viele Sexualstraftäter haben, weil sozusagen die Sexualität so stark unterdrückt wird durch die Marktwirtschaft, da fehlt das Verständnis. Also natürlich durch Einführung der Wohlfühlstimme und der Gesundheitsdaten als Grundlage für die Verdienstzuschläge würde natürlich die sexuelle Unterdrückung sehr schnell aufhören und dann hätten wir auch keine Sexualstraftäter mehr, denn bei den Bonobos wurde noch nie auch nur eine Sache beobachtet, dass irgendein sexueller Missbrauch oder irgendeine Sexualstraftat bei Bonobos stattfinden würde, denn die sind sexuell so tief befriedigt, dass sie sich gar nicht für irgendwelche Übergriffe interessieren könnten. Ja? Also nur bei verklemmten, sexuell unterdrückten Menschen sind solche Sexualstraftaten vorstellbar. Anders ist es bei den Orang-Utans. Die haben eine Genetik und vergewaltigen die Männer manchmal Orang-Utan-Frauen. Aber die haben auch eine völlig andere Genetik als die Bonobos und wir sie haben. Ne? Ja, also. Das heißt also, ich schließe heutige Nummer ab, damit, dass wir also nochmal durchlesen hier. Also, gefährliche Irrtümer haben wir also hier bei Markus Krall, Hans-Werner Sinn, IFO-Institut, bei den Wirtschaftsweisen, dem sogenannten Sachverständigenrat, wie er genauer heißt. Bei Christian Felber, überall haben wir diese gefährlichen Irrtümer. Lest euch das in Ruhe durch, haltet die Sendung an, dann könnt ihr euch das in Ruhe durchlesen. Alles ganz gefährliche Irrtümer, nur nicht so viele Irrtümer wie die Leute, die hier nicht draufstehen. Also Luisa Neubauer haben wir ja heute genannt mit ihren Zentralirrtümern. Ja, also alle anderen, die wir nicht nennen, ja, schade. Morgen werde ich sicherlich was zu den Nachdenkseiten präziseres sagen können. Ich werde mir gleich eine Sendung noch von denen anhören, wie weit da verschwörungstheoretische Aspekte größer auffallen, sozusagen. Ja, also deswegen, schaut euch das alles an. Aber vergesst nicht, dass mit dieser Auflistung auch ein Lob verbunden ist.
Alles andere, was es gibt in der Welt, haben wir als so irrtumsbelastet eingeschätzt, dass wir es hier nicht aufgelistet haben. Außer solchen Ausnahmen natürlich wie jetzt dem Corona-Ausschuss und so weiter. Aber im Prinzip alles, was wir nicht hier nennen, steht unter dem Verdacht, noch zentralere Irrtümer aufzuweisen. Ja? Und ich habe ja schon oft genug gelobt, dass solche Professoren wie Professor Bakti und so weiter, Professor Hockertz und so weiter, natürlich zu den Ausnahmewissenschaftlern gehören, die in der Lage sind, die Irrtümer eines Professor Drostens auch hinterfragen zu können. Ja, und das können aber nur wenige brillante Ausnahmemediziner und Professoren und so weiter, wie sie eben auch bei den Next Scientists for Future versammelt sind. Ja, also das war's mal wieder für die jetzige wissenschaftliche Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald. Und vielleicht kann ich ja bald Bericht erstatten davon, dass wir vielleicht bei dem Corona-Ausschuss als völlig neutrale, eher leicht linkslastige oder linksverdächtige Experten gehört werden, weil dieser Ausschuss sich ja hoffentlich um die Ausgewogenheit bemüht, auch sozusagen das ganze Spektrum der Experten wirklich abfragen zu wollen. Ja, hoffentlich. Wollen wir mal schauen, ob es sich um einen seriösen Ausschuss handelt. Gell? Tschüssi, bis bald.